Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide hier auf Dannelberg TV. Heute geht es um 10 Dinge, die ich bei Subsistence gern von Anfang an gewusst hätte. Stellt bei den Einstellungen das Jägerverhalten auf Gegenangriffe ein. So ist sichergestellt, dass ihr nicht direkt am Anfang schon von ihnen überfallen werdet, solange ihr nicht bereit dafür seid. Zieht eure Pistole und drückt auf R, um sie einmal vollzuladen. Zudem solltet ihr das Verband in die Hotbar ziehen. Wenn ihr an diesen riesigen Bäumen vorbeikommt, haut auf jeden Fall ein paar Mal mit der Axt drauf, bis ihr unten links seht, dass ihr eine Baumlarve bekommen habt. Diese ist am Anfang eine richtig gute Proteinquelle und kann im weiteren Verlauf zum Angeln benutzt werden. Auf eurer Reise werdet ihr kleinen Tieren begegnen, wie zum Beispiel Hasen, die haben 30 HP, und auch Hühner, die haben 25 HP. Die Hühner sind langsam genug, dass ihr sie zu Fuß fangen könnt. Mit ein bisschen Sprinten, Einengen, Weg abschneiden oder Springen schafft ihr es, wenn ihr nah genug rankommt, sie mit der E-Taste einzufangen. Habt ihr dies hinbekommen, könnt ihr sie in eurem Inventar töten und schlachten. Mit den Federn, die ihr bekommt, könnt ihr euch im späteren Verlauf Pfeile bauen. Ich empfehle euch, die Hühner im Inventar am Leben zu lassen, da sie so definitiv länger haltbar sind und nicht so schnell verderben. Sie sterben von allein und schlachten könnt ihr sie dann immer noch. In den am Anfang gezeigten Einstellungen verliert ihr bei Tod die Hälfte eures Inventars. Daher empfehle ich euch, so schnell wie möglich alles zu verbauen, was ihr unterwegs so sammelt. Für den Start solltet ihr euch auf ein Lagerfeuer, eine Lagerkiste und ein paar Fundamente konzentrieren. Seid ihr bis hierher gekommen und ihr wollt sehen, wie ich diese Tipps hier mit meinem eigenen Schweiß erlernen musste, schaut gerne auch in meinem Let's Plays vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Infokarte. Habt ihr einen schönen Ort gefunden, wie zum Beispiel einen Strand oder eine Landzunge, könnt ihr dort euer erstes Fundament setzen. Achtet darauf, dass die Fundamenthöhe so ausgerichtet ist, dass ihr auf jeden Fall springen müsst, um heraufzukommen. Stellt dann euer Lagerfeuer und eure Kiste auf dem Fundament auf und leert eure Taschen aus. Solltet ihr mit der Platzierung eurer Objekte nicht zufrieden sein, könnt ihr, wenn ihr diese anschaut, durch das Gedrückthalten der Ende-Taste die Dinge noch einmal hochnehmen und bewegen. Die BKE-Einheit solltet ihr erst zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt bauen und anbringen. Es ist so, dass mit der Anbringung des BKE-Elements die Jäger aktiviert werden und in die Welt hineinkommen. Umso länger ihr dies hinauszögern könnt, umso einfacher ist euer Start. Spätestens jetzt solltet ihr euch einen Bogen bauen und dazu ein paar Pfeile. So ist es euch leichter möglich, kleine Tiere wie Hasen oder Hühner zu töten. Habt ihr den Bogen gebaut und ein paar Zielübungen an den Kleintieren hinter euch gebracht, könnt ihr euch auch mit größeren Tieren auseinandersetzen. Hierzu gibt es gerade am Anfang einen kleinen Trick. Die Wölfe werden jedes Mal, wenn ihr auf ein Fundament springt, umdrehen und von euch wieder weglaufen. So habt ihr die Möglichkeit, sie anzuschießen, schnell zu eurem Fundament zu laufen, hinaufzuspringen und sobald sie abgedreht sind, wieder die Verfolgung aufzunehmen und sie wieder anzuschießen. Nach 3 Treffern sollte ein Level 1 Wolf erliegen. Mit Bären funktioniert dies allerdings nicht. Und jetzt der letzte Hinweis. Habt ihr den Wolf erfolgreich erlegt, könnt ihr mit der Axt in der Hand zu ihm hingehen und könnt dann mit dem Drücken der E-Taste den Wolf schlachten und ausnehmen. Vergesst nicht, euch danach die Hände zu waschen. Seid ihr bis hierhin gekommen? Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.